und bis zu 18 Grad am Bodensee. Morgen Copy-Paste und 1 Grad wärmer, also wieder Sonne, Wolken, Wind, 13 bis 19 Grad. Schnell informiert, sicher unterwegs. Punkt 14:34 Uhr. Wir schauen auf die A3 Nürnberg Richtung Würzburg zwischen Nürnberg Nord und Erlangen-Frauenaurach. Hier gibt es Stau, eine halbe Stunde dauert es länger. Dann die A3 Frankfurt Richtung Nürnberg zwischen Würzburg Kist und Würzburg Randersacker. 7 Kilometer Stau, da steht ein defekter Wohnwagen. Aktuell noch über eine Stunde Wartezeit hier. A6 Heilbronn Richtung Nürnberg zwischen Aurach und Ansbach. 11 Kilometer stockender Verkehr, 32 Minuten dauert es länger. Dann die A7 Ulm-Würzburg ist in beiden Richtungen zwischen Almesthausen und Dinkelsbühl-Fichtenau immer wieder wegen Stau und stockender Verkehr. Gibt es Probleme hier wegen der Baustelle im Viertrundtunnel. A93 nach Regensburg Richtung Weiden zwischen Schwarzenfeld und Freimuth. Hier haben wir auch Stau und es dauert knapp eine Viertelstunde länger.